Ja, alle Kinder brauchen Helden und Pippi ist eine Heldin. Und Pippi ist für uns eine wunderbare Möglichkeit, den Kindern die Fantasie und die Kraft und die Spontanität zu geben, die sie brauchen für ihre Kindheit und die sie hoffentlich nie verlieren werden. Ich finde, dass du kein besonders feines Benehmen. Du hast. Unsere Pippi ist also eine Heldin. Sie ist stark, sie ist mutig, sie ist witzig, sie ist hilfsbereit. Also alles das, was man sich für eine Pippi wünschen könnte und was man sich unter einer Pippi vorstellt. Wunderbare Musik, Franz Wittenbrink, der ja ein sehr, sehr bekannter Schauspielkomponist ist, der viel fürs Theater komponiert hat, hat hier sein großes Werk komponiert und die Musik ist so fantastisch, so mitreißend. Das sind alles Ohrwürmer, die gehen mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Ich singe andauernd irgendein Lied aus unserer Pippi und ich hoffe auch, dass die Kinder am Schluss richtig mitsingen können. Wir haben eine ganz tolle Pippi, die eine Kraft und eine Vitalität auf der Bühne hat, dass es wirklich also kaum jemanden auf den Plätzen hält. Ich hoffe das. Spätestens bei der Morgengymnastik müssen alle Kinder mitmachen. Also nicht nur da sitzen und einfach nur zugucken, gibt es bei uns nicht. Wir haben ja 50 Kinder vom Kinderchor, die alle dabei sind, die auch die Tommy und Andikas spielen. Also das ist schön, dass die Kinder hier auch wirklich eine große Hauptrolle haben. Und wir haben natürlich den Herrn Nilsson, das ist ein Puppenspieler. Wir haben ein steppendes Pferd. Und wir haben sehr, sehr schöne Szenen, wo die Pippi auch ganz stark ist, wo sie also eine Tür hebt, wo die drei Matrosen, also ihr Papa und die beiden Matrosen draufstehen und das Pferd. Und der Affe. Wie wir das machen, dass der Bengt auch durch die Luft fliegt, das könnt ihr nur sehen, wenn er in die Vorstellung kommt. Das werde ich jetzt nicht verraten, bin ja nie blöd.